Schon seit einigen Tagen sehe ich in den Social Medias immer wieder dieses Bild mit Level-IDs von Entwicklern, die bei Team 17 und Playtonic Games arbeiten. Drei dieser Entwickler haben sich bei Super Mario Maker 2 hingesetzt, ein Level gebastelt und öffentlich geteilt. Auch Nintendo hat es retweetet, glaube ich, aber auf jeden Fall sehe ich das immer wieder. Ich folge ja Playtonic Games und so. Ihr wisst, Playtonic Games sind die Entwickler von Yooka-Laylee mit vielen ehemaligen Rare-Entwicklern. Und da freue ich mich dieses Jahr auch auf das neue Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Team 17 hat vor allen Dingen Yooka-Laylee auf die anderen Plattformen geportet, hat aber auch eigene Spiele vorzuweisen, wie die Worms-Serie, die ich auch sehr mag. Da gab es mal einen Let's Test dazu, deswegen hat das Artwork auch den Worm mit dem Bauarbeiterhelm, mit dem W drauf und den Schnurrbart. Und ich bin gespannt, wie kreativ diese drei Entwickler wirklich sind. Ich kann sie auch etwas genauer benennen. Die erste ID ist nämlich vom Team 17 Composer, Danny Hay. Spooky Switcheroo, SMB3 Style. 5% Abschlussrate. Und dann schauen wir doch mal. War aber nicht das erste Mal. Schon bei Super Mario Maker 1 gab es zum einen ein Level vom Rayman-Erfinder. Das wurde schon vor Release angepriesen. Und später auch ein Level vom Shantae-Erfinder. Matt Bosen. Leider waren beide Beispiele so mit unspektakulären Leveln versehen, dass ich mich nicht mal an die Level erinnere. Also die waren beileibe nichts Besonderes. Mal gucken, wie es diesmal wird. On-Off-Switches, natürlich. Was denn auch sonst? Und mit Effekten wird gespart, habe ich das Gefühl. Alles klar, ich lasse mal den Buhu schnell beiseite. Hol dir das Extra-Leben. Das ist wichtig. Stammt, glaube ich, alle aus England, deswegen haben die sich da so lieb in der Ecke. Aber ist doch schön, europäische Entwickler. Oh, muss ich direkt... Okay. Ich war mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich habe ja nicht jedes Mal exakt auf die Farbe der Blöcke geschaut. Hätte sein können, dass man mich da austrickst. Bislang geht's. Alles im grünen Bereich. Check the point. Und weiter geht's. Ganz viele Turms. Oh, oh, okay. Ja, fiese Sache. Irgendwie Reaktionsvermögen wie ein überfahrenes Eichhörnchen. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, mal gucken, wie lange das dauert, diese drei Level. Ich weiß ja nicht, wie komplex die sind. Und vor allen Dingen würde ich mich freuen, generell, wenn es mehr Leute gibt, auch halbwegs bekannte Leute. Das können von mir aus, ich meine, Mario Maker kann ja jeder bauen. Das können auch irgendwelche Promis, Stars und Sternchen und hast du nicht gesehen. Also das ist ja theoretisch vieles möglich. Ein Level von Justin Bieber oder doch lieber von Harald Lesch. Ja, wer weiß das schon. Ich würde auf jeden Fall alles... Also kann ja auch sein, dass ich irgendwas schon übersehen habe, ne? Nur weil ich so Playtonic Games verfolge, hat vielleicht ein anderer Entwickler auch schon was gezeigt. Haltet mich da gerne up to date, wenn ihr sowas in der Richtung findet. Weil ich finde das schon interessant! Wie gesagt, früher gab es die offiziellen Baumeister und so. Bislang sieht man bei Mario Maker 2 davon nichts. Okay, das ist ein bisschen kniffliger hier. Mit dieser Kombination. Hammer. Hammerbrüder, das ist ja wohl nicht wahr. Achso, Moment. Ja, ich tue mir einfacher, wenn ich hier einfach ins Verderben stürze. Aber ist es auch bedingungslos gut? Anscheinend. Aber das Level ist jetzt nicht irgendwie böse zum Spieler. Es ist... Ist es gerecht? Kann man es als gerecht bezeichnen? Was hier geschieht? Weit vom Rekord entfernt, aber ein Toll gibt's. War, denke ich mal, relativ Standard Rätsel, Kategorie Rätsel. Ich weiß nicht, ob das so... Ah ja, gut, Rätsel. Es sind halt On-Off-Switches, ne? Sollte schon einmal Mario gespielt haben. Aber ich finde das toll, dass sich so viele Entwickler, so viele, ja, ich habe jetzt alle aufgezählt, einfach so mit Mario identifizieren können. Also, Videospiele hin oder her, jeder hat halt schon mal Mario gespielt. Das gilt auch für jeden Entwickler. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass es einen gibt, der
noch keins gespielt hat. Oh, das ist schade. Guckt euch das mal an auf dem Ding. 8W6, 6W7, 01G. Das ist leider exakt das, was auf dem Artwork steht. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich nicht vielleicht... Vielleicht bin ich der Blöde, ne? Das ist ein W, das ist ein 7, das ist eine 01. Ich könnte ja mal versuchen... Ne, ein O gibt's ja noch nicht mal. Ja, das ist ja richtig dämlich. Home Sweet Home von dem Entwickler. Also das erste war ja der Composer Danny Hay. Und das zweite Level kommt vom Games Level Talent Hunter Benjamin Ellis. Aber ich habe es doch korrekt eingegeben. Ich blende es euch deswegen an der Stelle nochmal ein. 8W6, 6W7, 01G. Ja, das Level ist anscheinend gelöscht worden. Das ist ja jetzt ein bisschen blöde. Ja, das finde ich ja jetzt ultimativ schade. Ich werde mal ganz kurz googeln, ob es da Neuigkeiten gibt. Ja, also das konnte ich jetzt wirklich nicht ahnen. Aus irgendwelchen Gründen ist der Level nicht mehr da. Er war wohl mal da, also unter dem Tweet, wo Team 17 das gepostet hat, haben auch einige geschrieben, ja, ich habe den Rekord und vor 2 Tagen und vor 1 Tag hieß es dann, hä, ich finde den Level nicht mehr. Warum geht das nicht? Jetzt habe ich hier auch mal geguckt bei den Bauleiter-Ranglisten. Elenador wäre der Name gewesen, aber ich finde ihn in den Top 100 nicht. Und ansonsten finde ich aber die beiden anderen aus der Liste. Also Danny Hayes Level haben wir eben gespielt, lustigerweise. Und Delay Kong ist der letzte Name. Mal sehen, ob ich dann auf diese Art und Weise den Level auch finde. Oder gibt es schon mehrere? Treetop Arcade. Das ist der Level, die dritte Level-ID. Wir können ja die ID ganz kurz abgleichen. Ja, Y4S, HT1, SSF. Ja, ist das jetzt mal selten dämlich. Da nehme ich mir was vor, da überlege ich mir was. Und aus irgendwelchen Gründen ist der Level nicht mehr da. Wurde gelöscht, weil es ein Fehler war oder hat ihm nicht mehr gefallen. Keine Ahnung. Schade. Wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Dann begnügen wir uns mit dem letzten der 3 Level von Delay Kong. Und Delay Kong ist weiblich sogar. Ich wusste jetzt auch nicht, ob Delay männlich oder weiblich ist. Und das ist von Bladetonic, der Engagement Director. Okay, die exakten, also die Namen, ja, Namen sind Schall und Rauch. Collect 3 Pink Coins to use the Treetop Claw Machines. Okay, Schlüsselmünzen sammeln und dann gibt's. Können wir nach oben. Ganz ehrlich, ich muss zu meiner Schande gestehen, die 3 Namen habe ich noch nicht vernommen bisher. Also ein Level von Grant Kirkhope oder ich weiß auch nicht. Von einigen, alter Schwede. Würde ich ja vernehmen. Chris Sutherland. Ja, ich brauche jetzt keine Namen in den Raum schmeißen. Aber von Delay Kong, wobei der Name Kong halt gut passt für... Okay. Ah, unsichtbare Blöcke sind so eine Sache, ne? Geschmackssache, sage ich einfach mal. Habe ich noch nicht vernommen. Aber vielleicht liegt das auch nur an meiner Ungebildetheit. Ne? Vielleicht bin ich einfach nur ungebildet. Kann ja sein. Das war Knapikowski. Spinjumps muss man auch beherrschen und wissen, was diese bei den Spiny Tops anrichten. Yay! Mit den Schlüsselmünzen geht's also zur Claw Machine. Okay, und wir müssen uns einen Koopa krallen und den will ich auch haben. Ah, aber ich darf nicht ihn auf mich fallen lassen, das wäre irgendwie etwas dämlich geworden. Soundeffekte. Hier sind Soundeffekte mit drin. Ist okay. Danke für die Ranke. Sieht nach Geheimnissen aus. Delay Kong. Ja, wir werden also danach noch definitiv Zeit haben. Oh, es gibt doch... Okay, ich hätte fast gesagt, das andere wäre eine... Oh, jetzt habe ich die Bombe auch noch zerstört. Das ist... Ich weiß nicht, wie das designtechnisch gedacht war. Vielleicht ist da ein Denkfehler mit drin. Und zwar wollte man wohl auf diesen Effekt gehen mit dem Mond. Also der Mond bewirkte hier die Antischwerkraft. Ich musste damals auch zum ersten Mal erstmal suchen. Es gibt da so diesen, wenn du zum ersten Mal den Mond platzierst, auch die Nachricht, dass es den Tag-Nacht-Schalter gibt. Damit das permanent bleibt. Jetzt hat der Mond mich getroffen, damit bewirkt, dass die Bombe weg ist.
Und ich glaube, die hätte man halt gebraucht, um an die 50 Münzenmünze zu kommen. Hm. Kleines Fehlerchen drin. Da sehe ich jetzt keine Möglichkeit, die Münze zu holen. Also ihr müsst auch noch den Mond ausweichen. Vielleicht war es eine gewollte Schwierigkeit. Alles klar. Die mögen die Super Nintendo-Mucke. Wer nicht? Ne? Ach man, lass doch da los! Das ist so unglaublich. Was sollen die Bomber denken? Und das hier mag ich halt wirklich immer noch sehr, dass die Bomben in Mario Maker 2 nicht mehr so abprallen, wenn du die einfach gegen die Wand schleuderst. Ich sag's nochmal offen. Also richtig. Ich sprech's mal richtig aus. Das war in. What the fuck, ich sterbe. Mario Maker 1 noch anders. Da sind die halt noch abgeprallt, wenn du die so mit Wucht dagegen geworfen hast. Das musstest du behutsam und langsam tun. Ist, denke ich mal, eine gute Verbesserung. Aber wenn man sich da halt bei Mario Maker 1 an... Ich kann hier wieder runterfallen. Warum sollte... Nee, es gibt bestimmt irgendein Secret. Ja, Münzen, Alter. Münzen als Secrets. Was sonst? So viele Belohnungssysteme hat Mario Maker auch wieder nicht. Check the point? Nee, ist kein Checkpoint, aber die Münze hole ich mir noch. Warum sollte ich unten lang gehen? DK! Okay, Daylay Kong. Ist das wirklich der richtige Name oder ist einfach ein riesen Donkey Kong-Fan dahinter? Oder wegen ihres Namens wurde sie Donkey Kong-Fan und hat sich ihren Traum erfüllt, bei Playtonic zu arbeiten. Oder bei Rare vielleicht schon, ich weiß es nicht. Ja, da hat jemand Spaß gehabt beim Level erstellen. Ist ja einfach so. Als Engagement Director. Engagement? Ich lese es als Engagement. Da kann es ja auch sein, dass du insofern Engagement zeigst. Und ja, das war das Level von Daylay Kong. Von Playtonic Games. Gut. Schade, dass ich den anderen nicht mehr habe, ey. Also, dass ich den auch nicht mehr finde. Vielleicht findet ihr... Also, die ID ist ja definitiv nicht mehr da und die ging halt auch schon mal. Was wir jetzt in diesem Part halt noch machen werden... Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt schon verbraten habe. Timer nicht gestellt. Sind die beliebten Level. Da habe ich schon eine Weile nicht mehr reingeschaut, wird mal wieder Zeit. Und das bitte nicht auf diese Woche, sondern erstmal auf Gesamt. Und dann gucke ich mal, was... Also es ist immer noch der Celestial Sprint. Ich kann es nicht aussprechen. Celestial Sprint. Nee. Celestial Sprint. Nee, Sprint spreche ich viel zu deutsch aus. Celestial Sprint Speedrun. Celestial Sprint Speedrun. Okay, jetzt habe ich's. Der ist immer noch am Start. Auf dem. Die ersten Plätze verändern sich nicht. Das finde ich fast schon schade eigentlich. Dafür hat Nintendo aber auch diese Wochensache eingebaut. Also wir hatten schon viele gute Sprint-Level und so bei Mario Maker 1 gesehen, aber dass dieses Level es verdient hat bis jetzt, permanent auf Platz 1 der All-Time-Listen zu stehen und generell diese Level, das weiß ich nicht, ob ich das so auf Dauer, vielleicht pendelt sich das noch ein, wie ist da eure Meinung, sehe ich das zu kritisch? Also ich meine die All-Time-besten Level überhaupt, dass das das beste Level von allen ist ever, weiß ich nicht. So, Autoswitch Castle, T-Turtle. Ja, ich spreche das gerne. Aber es kommt aus der USA, aber das liest sich für mich wie der deutsche T, also das ist für mich die T-Schildkröte. Speed through the castle, as Dawn of Blocks automatically assist you. Abschlussrate 18%, na gut. Dann hoffe ich mal... Also ich habe das Gefühl, man muss die On-Off-Switches vielleicht nicht zwingend immer selbst betätigen, sondern die machen das für einen. Man soll einfach nur speeden und... Alles klar, verstehe. Da ist so ein richtiges Netzwerk oben. Also unten weniger, sondern oben. Das einem sagt, yo, guck mal. Ich mach das für dich. Es funktioniert sogar. Ah, ich war echt verwirrt. Ich habe nicht gesehen, dass die auf so einem verdammten roten Block drauf sind. Nicht schlecht. Und es geht trotzdem vom Checkpoint aus auch wieder. Sensationelle Szenen spielen sich hier ab.
Boah, wie genau das funktioniert, das finde ich schon relativ beeindruckend gerade. Weil es halt auch einfach funktioniert, egal ob ich mal ein bisschen struggle oder ein bisschen schneller bin. Mein Gott, was? Guck, das funktioniert erst, wenn ich da an den Rand gelaufen bin. Verstehe. That's fun. Ja! Goodie! Das ist cool. Kriegt natürlich auch von mir ein Herzchen. Herzilein. Auch wenn meine Leistung... Ja gut, ich habe es zum ersten Mal gespielt. Hier haben wir einen japanischen Level, aber er ist gut platziert. Mario 3D World, das interessiert mich. Da wird ausführlich auf Japanisch beschrieben, was zu tun ist. Ich lese nur den Powerblock und ein paar Ausrufezeichen. Abschlussrate 78%. Ja, dann. Wollen die mir noch irgendwas zeigen? Vielleicht geht es wieder um einen Glitch? Ich erinnere an die Glitch-Level, die irgendwann in Mario Maker 1 aufgetaucht sind. Und dann von Nintendo entfernt wurden. Gucken wir erstmal. Okay. Ach guck, das ist nicht mal notwendig, so schnell zu sein, sondern es wird einfach nur belohnt. Das finde ich an für sich eine schöne Sache. Cool soweit. Ups, Mäuse. Also es scheint wohl eher ein Spaßlevel zu sein. Jetzt muss ich hier ein bisschen gucken, was abgeht überhaupt. Einiges, wie mir scheint. Oh mein Gott. Wollt ihr was von mir? Naja, die 78% Abschlussrate. Zeugt eigentlich von einer, ja, von einem milden Schwierigkeitsgrad. Oh, guck mal hier, Fang. Was war, Ach so, ich weiß es. Ich musste gerade grübeln, wie die es schaffen, das so zu zerstören, dass die Buchstaben übrig bleiben. Aber manche Blöcke, das ist cool. Manche Blöcke werden halt mit Münzen vollgestopft, dann werden die nicht komplett zerstört und andere halt bleiben ohne Item oder so und dann bleiben da. Ich verstehe das. Ich habe es schlecht erklärt, aber... Logical Solutions, auch aus Japan, Islevia, 69%. Es sieht sehr verwirrend aus, aber 69%, das ist eine klare Sprache. Logische Lösungen. Gucken wir doch mal. Läuft das alles von allein hier? Relativ. Man muss einfach nur die... Das reicht noch nicht in der Situation. Oder kommt da noch was raus? Ja, ach so, ich nicht da. Ah, okay, guck. Kugel will die Kanone. Bomben. Da wird ein bisschen was aneinandergereiht. Und dann mit dir. Jetzt kann ich da hin. Oder ein bisschen Looky-Looky machen, wo es überhaupt weitergehen soll in der Situation. Er sieht zwar logisch aus, ist womöglich exakt das richtige Wort hierfür. Und es ist auch, ja, genau das Besondere an dem Level, dass man in so einen kleinen... also, auf so kleine Fläche so viel Komplexes gepresst hat. Das ist auch aller Ehren wert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fand ich es gerade ein bisschen verwirrend. So, da möchte ich hoch, aber keiner weiß wie. Also gehen wir erstmal rechts lang. Das klingt nach einer guten Idee. Den helfe ich da hoch, alles klar. Und der zerstört diese Blöcke, dass eine Ranke hervorbringt. Logical Solutions. Also es gibt immer einen Weg. So hätte ich das wohl eher, so kann man das auch bezeichnen. Upsi. Da will ich nicht runterfallen, also es geht wahrscheinlich sogar.
Okay, es wiederholt sich ein bisschen was. Aber gut, ich mod's nicht. Meine Level sind auch nicht, also meine Level sind nicht gerade das Gelbe vom Ei. Wobei ich Lob bekommen habe und da bedanke ich mich dafür, liebe Leute. Das New Super Mario Bros. U Level ist, sag ich mal, zu 80% fertig. Das ist aber nicht so gut. Das Mario World Level war bisher mein Bestes. Bei 3D World werde ich nochmal versuchen, möglichst gut und lange dran zu feilen. Ah, da rechts sehe ich noch so viele Sachen mit Türen und so. Da wird ja langsam die Zeit knapp, sag mal. Ah, und jetzt ist die Plattform endlich da, die uns zur Tür bringt. Ja, moin. Und hier kommt alles von selbst. Da wird alles zerstört, gebasht, kaputt gemacht. Und Mario ist auf einmal eine ganze Ecke tiefer. Fetten Rehspeck. Fetten Rehspeck. Ich habe mir gerade Gedanken über den... Aber bei so beliebten Leveln, da sind die Rekorde sowieso schon weggeschnappt von Leuten, die es drauf angelegt haben. For Beginners and Advanced. Entschuldigung, ich mache mich lustig über Englisch-Skills. Ich habe gut reden, ey. So, und ansonsten haben wir so manchen... Also Zelda hier habe ich noch nicht gespielt. Aber vieles schon. Dann würde ich jetzt mal umswitchen auf die Weekly Highlights, was diese Woche so aktuell ist. Das ist immer noch. Ja gut, dann muss ich spielen, ne? Ein Zelda-Level mit Seesaw Mechanics, A Boss in Gerudo Valley-Musik. Bin sehr gespannt. Ocarina of Time, ne? Gerudo Valley. Weiß nicht, ob das auch in Twilight Princess nochmal besucht wurde. Ja, ich bin echt ein Zelda-Noob. Deswegen habe ich mich auch eine Sekunde davor gescheut, ne? Wenn ich werde jetzt nicht die ganzen krassen Sachen erkennen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was die hier von mir wollen. Okay. Soweit habe ich auch nie gespielt. Ich habe das auch mal vor. Also ich habe ja auch Zelda Breath of the Wild nachgeholt. Na komm. Und krieg den anderen nicht dazu, mal zuzuhauen. Doch, beide. Entschuldigung, ich war der Depp. Also Majora's Mask liebe ich, ja. Das habe ich sehr gern. Und Wind Waker habe ich durchgespielt. Beide auch Let's Played. Alles Weitere, ich habe Zelda 1 vom NES auch weit gespielt. Da habe ich mir richtig Zeit für genommen. Vor der Let's Player-Zeit, meine ich. Ansonsten habe ich Twilight Princess immer wieder versucht und trotzdem nie durchgezogen, sag ich mal. Muss ich hier schnell sein oder reicht das eigentlich? Und Breath of the Wild habe ich dann immerhin in vielen, vielen Twitch-Livestreams durchgehauen. Nicht 100%, also verdammte Krocksamen, die auf keinen Fall. Aber halt, ja, das Kernspiel gegönnt. Das ist auf jeden Fall eine Spieleserie, wo ich halt noch was vorhab, ne? Wo ich einfach noch was machen kann. Ja, und schlagt mich für Ocarina of Time, ne? Majora's Mask gespielt, aber nicht Ocarina of Time. So ist es leider. Ja, das müsste ich auch nochmal nachholen. Aber andererseits habe ich da halt auch Angst, wenn ich das irgendwie streame oder so. Dass Leute mich schlagen, wenn ich da irgendwas nicht weiß. Bei einem Spiel, dass das eigentlich so selbstverständlich sein sollte. Ich ralle jetzt auch gewisserweise ralle ich hier auch alle Mechaniken, aber ich kann jetzt schlecht assoziieren, was das soll. Ich habe auch gehört von einem Deku-Baum-Level und da hätte ich vielleicht sogar noch mehr erkannt. Weil den habe ich in Ocarina of Time, ich habe ja öfter zum Schlossgarten gespielt, da und diese Sequenz mit Zelda im Schlossgarten, wo auch Mario im Fenster zu sehen ist und so Geschichten. Ups. Aber spätestens bei den Goronen war irgendwie der Ofen aus bei mir und Ocarina of Time. Mhm. Also der Level ist auf jeden Fall beeindruckend. Ich finde ihn jetzt schon gut.
Wenn ich jetzt auch noch genau wüsste, das spielt auf die Levelmechanik an in Ocarina of Time und so pipapo, dann wäre es sogar noch ein Stückchen extremer, schätze ich mal. Ich kann die dazu bringen. Ja, warte. Timing! Habe ich es wieder zugemacht? Moment. Wo bin ich eigentlich lang? Ich will die Schlüsselmünzen. Die hat doch bestimmt... Also die Piranha-Pflanzen, die sind noch eine Möglichkeit. Ach, jetzt... Oh nee, okay. Ich habe es gar nicht vernommen, was da oben abging. Entschuldigt bitte. Und nun? Wurde ja noch ein Bosskampf angedroht. Wieder so eine Mechanik. Erinnert mich gerade an den Zuschauerlevel von Oliven-Olli. Gut, da oben haben wir Bowser. Der wird den Schlüssel haben. Keine Frage. Er braucht aber einige Treffer. Geht eigentlich. Haben die das runtergesetzt oder so? Oder ist ein Panzer mehr wert als so ein Feuerball inzwischen? Run! Ja, ich finde es gut, dass Musiklevel alleine sich gar nicht mehr so hart durchsetzen. Das war, ich sag mal, relativ in der Anfangszeit von Maker 1 ja, ein bisschen zu omnipräsent. Aber wenn es hier in so einem gesamten, in so einem Komplettpaket von Level mit reinpackst, dann ist es eine wunderbare Sache. Blaster Bustle. Kona aus Japan. Es dürfte aber der letzte Level für heute sein. Irgendwo muss man mal Schluss machen. Scrolling Level. Wie ich Scrolling Level liebe. Aber gucken wir doch mal weiter. Wie zur Hölle macht ihr das? Habt ihr nicht gesehen. Also zu spät gesehen. Also ich sehe da Schienen. Aber warum sollte der On-Off-Schalter dazu, sag ich mal, die Kugelvidichtation dazu bringen, nach links oder rechts zu wandern? Das ist ja nicht so, als ob die von Blöcken runterfallen würden. Ja, hier schon. Aber wenn die von links nach rechts wandern... Ach, wippen! Oder? Das wäre eine Erklärung wert in den Kommentaren, wenn ihr da eine zündende Idee habt, wie das genau gedeichselt wurde. Gut, die Münze, die kriege ich jetzt wegen dem Scrolling nicht mehr, sonst hätte ich es versucht. Irgendwas mit den Wippen. Doch, doch. Und zwar nicht diese Wippen, wo einfach nur ein Holzbalken von links nach rechts, sondern... Okay, hier geht's an Schienen entlang, definitiv. Upsi. Schade. Oh, da war noch ein Tanugi. Gefahren. Ah, ein bisschen blöde sind diese kleinen Abstände zwischen den Kugelvidichtationen, aber geht wahrscheinlich nicht besser. Die dotzen sich so an. Das heißt, das sind keine Schienen, das sind vielleicht Monty-Maulwürfe, die da lang... Aber es ist in der Lava. Ich weiß es nicht. Okay, links, rechts sind die Laufbänder. Okay, okay, okay. Aber es war noch Wippen mit im Angebot.
Ach, ernsthaft? Oh, jetzt sehen wir das. Das ist quasi zum Schluss die Erklärung, wie es gemacht wurde auf diese Art und Weise. Du tust die Kanonen an das Laufband und dementsprechend wandern die Kanonen. Und wenn du auf die Kanonen die Kugelillustration machst, dann funktioniert das so. Das ist mit Absicht hier zum Ende nochmal eingebaut. Da muss man erstmal drauf kommen, ey. Schöne Sache. Ihr seht, auch die Trends haben immer wieder was Schönes zu bieten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben was dazugelernt. Beim nächsten Mal gibt es wieder Trommelwirbel. Gegeneinander Parts. Das wird immer lustig. Bis zum nächsten Mal. Nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao.